6 bis 15 Monate hat er noch zu leben. Und er sagt, scheiß drauf. Er lässt sich seinen Lebensmut nicht nehmen. Erik hat einen Hirntumor mit gerade mal 28. Er schreibt einen Blog und will anderen Kranken in seinen letzten Monaten noch Mut machen. Vor 9 Monaten erfährt Erik Klimek, dass er einen bösartigen Hirntumor hat. Ich muss immer stark sein. Aber wenn ich allein bin, dann ist mir das egal. Heute, 2 Operationen, mehrere Bestrahlungen und Chemotherapien später, gilt der 28-Jährige als nahezu austherapiert. Statistisch gesehen hat er nicht mehr lange zu leben. Ja, 6 bis 15 Monate Überlebenszeit. Passiert. Also, am Anfang habe ich halt alle damit überrumpelt und habe gesagt, jopp, könnte halt sein, dass es dann irgendwann zu Ende ist, aber bisher sieht es ja gut aus. Kann mich ja nicht beklagen. Die Medizin kann nichts mehr gegen seine Krankheit tun. Erik nimmt es anscheinend gelassen und zeigt Galgenhumor. Also da hatte ich noch längere Haare und dann hat es alles gut verdeckt und dann noch ein Basecap drauf und dann habe ich irgendwas Basecap abgenommen und habe die Haare zur Seite gemacht und jetzt sieht man, glaube ich, noch so ein bisschen die Narbe, da wo keine Haare sind halt. Und ansonsten kann man auf Behindertentoiletten gehen. Ich habe immer einen Schwerbehindertenausweis mit 100%, also mehr geht nicht. Und wenn irgendwo an der Raststätte die Toiletten voll sind, dann zeigst du den Ausweis vor. Ist wie so ein VIP-Club. Mit seinem Lachen gegen die Angst. Erik will anderen Menschen mit seinem Beispiel Mut machen. Ich glaube, Hirntumor oder so Krebs allgemein ist immer noch so ein Tabuthema, wo man, sobald man die Diagnose hat, gleich stirbt. Und ich habe jetzt so viele Leute kennengelernt übers Bloggen oder Internet oder auch Veranstaltungen, wo die Leute halt wirklich noch kämpfen und sich sagen, scheiß drauf, ja, wir haben die Diagnose, aber man kann was dagegen machen. Im Krankenhaus fängt der gelernte Immobilienkaufmann an zu bloggen. Sein Credo, akzeptiere die Diagnose, nicht die Prognose. Erik schreibt offen und ehrlich über seine Erkrankung, seine Gefühle und sein Leben. Kann jeder reingucken, der will, den es interessiert. Und wen es nicht interessiert, der kann halt meiden. Und mittlerweile hat es ja auch noch anderen Leuten irgendwie, die gar nichts damit zu tun haben, aber mit mir zu tun haben, sind darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, Respekt, das gibt auch mir Mut. Und das ist mein Antrieb, das so ein bisschen weiterzumachen. Erik ist der einzige Sohn seiner alleinerziehenden Mutter. 2-mal im Monat fährt er raus zu ihr aufs Land und lässt sich verwöhnen. Für Ute ist die Diagnose immer noch unfassbar. Und dann bekommt man gesagt, er hat ein halbes Jahr noch zu leben. Glioblastom ist wie eine Krake, die sich immer weiter, also die Zellteilung und weiter ums Gehirn, das Gehirn ihm da drückt. So. Ja, und mit dieser Diagnose so dann umzugehen, ich sag mal, und stark zu sein, das war sehr schwer oder ist auch schwer. Die gemeinsamen Momente sind Mutter und Sohn mittlerweile sehr kostbar. Beide haben aufgehört, an die Zukunft zu denken. Sie leben nur noch im Hier und Jetzt, genießen jeden Augenblick, denn sie wissen nicht, wie viele es davon noch geben wird. Ich muss immer stark sein. Aber wenn ich allein bin, dann ist mir das egal. Dann laufen die Tränen. Und die, ich sag mal, das lasse ich auch, das mache ich auch. Also, das habe ich jetzt auch gelernt. Ich sag mal, in der die Zeit, wo die Diagnose war, ich habe nächtelang nicht geschlafen. Ich habe im Bett gelegen und nur geweint. Also ich weiß nicht, wo das ganze Wasser herkommt. Ja, aber. Das bleibt nicht aus. Also. Auch der 28-Jährige will nicht zu Hause rumsitzen und weinen. Er will viel lieber leben und Spaß haben. Ja, Lebenstraum wäre eigentlich noch mal nach Kapstadt. Das wäre so mein Favorite eigentlich, weil mein Cousin lebt da unten. Und das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Doch dafür fehlt ihm und seiner Mutter das Geld. Erik weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Aber er nimmt sich vor, ich will meine Zeit noch ganz bewusst und glücklich verbringen.